ist ja Fest heute hier. Hallo. Nächste Freunde. Blitz
Blitzableiter hat sie schon. Es folgt Strom, Wasser, Telefon. All die Dinge ganz ohne Schmuh stehen ihr nach Mietrecht heute zu. Das kann bestimmt der Grund nur sein für einen Blitzableiter draus am Roy. Oder was will er nur verdammt in Karlauer von unserem Amt? Hätten unser Verwaltungsbosse wieder mal in Bock geschossen. Die Musik spielt jetzt wunderschön, die Arbeitsgeld kann Fernseh sehen. Jetzt kann man sehen, paar Zentimeter tiefer lege. Und wollt ihr wissen jetzt warum? Er lacht euch wirklich rundherum. Denn der Grund ist für die Aktion, den Hyundai Jeep, die Attraktion. Denn Jeep, schön groß und hoch soll er sein. Man sieht alles und leicht steigt man ein. Der kleine Häkchen hat die Sache. Der Christoph sieht, mach mich nicht schwach. Die Eufahrt zu der Garage, Scheiße Mann, was der Blamage. Renate, oi, 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 der Jeep, der geht noch gar nicht neu. Es ist dort zu groß, der kann zu groß. Mein lieber Gott, was mach ich bloß? So hat er den Entschluss gefasst und dort im Hyundai angepasst. Einmal wird er gern gelacht, wenn uns scheppert, ob er kracht. Ich hoff, was von der Frage hört, die beim Beckes Taxi fährt. Kippt Moritz zum Auto, es war nass und stellt's beim Otto auf die Gas. Wie sie dann in ihn gekommen, hat sie vom Beckes gleich vernommen. Rosi, ich sorg's mit Bedacht, gib halt auf das Taxi acht. Ich hab ein neues schon bestellt. Das geht in Zahlung für viel Geld. So ist sie dann vom Hof gerollt, als hätt's es Schicksal so gewollt. Und knallt doch wirklich volles Rohr in ein Auto draus am Tor. Die zwei Kerne, behaupt ich dreist, sehen aus, als wär ein Zug im Gleis. Der Knaller kommt, wann er jetzt hört, wem das Auto draus gehört. Die fuhr doch wirklich, mein lieber Gott, das Taxi und ihr eigen Auto zu Schrott. Die Musik spielt für diese Quale, wer soll das bezahlen? Fast deckungsgleich beginnt bei uns der nächste Streich. Der Dieter von Schusterflitze hat im Garde Hinkelsitze. Und er gibt sich auch viel Mie mit dem lieben Pfarrervieh. Hauptsächlich der Eierwehe, welche diese Fehe lehe. Und weil die Hinkel nimboman, hat er auch einen Gockelhahn. Ein richtig stolzer Hühnermann. Was das Kerlche kriegen kann. Ach, was das so herrlich klingt, er fast wie eine Lerche singt. Nur ohne tut es stören, der kann das nicht mehr hören. In den Eigers, den Opferfronk, den macht das Krähe furchtbar krank. Mein lieber Mann, was macht der Rach, wehe dem Gickel, do im Krach. Tut vom Schiedsgericht prozessieren, der Dieter kann das nicht kapieren. Er leid, das ist doch allerhand. Wer lebe schließlich auf dem Land? So sieht man das auch vor Gericht. Der Krach, der wird so beigeschlicht. Die Gerichtskosten für den Hahn. Der Rach guckt wie eine Achterbahn. Das geht hier in die Annale. Muss er selber noch bezahlen. Von uns kommt du noch schnell im Nu. Den schönen, kleinen Spruch dazu. Und
kräht der Hahn, so laut er kann, weiß jedes Huhn, heut bin ich dran. Und kräht er dann mal auf ne Henne, brauchst du vor Neid net Fleid zu schenne. Das Merus Hen verunseret, es Komorane Kabarett. Ständig hen die eine Idee, wie scheiche mir des Ferrefee. Als Geheimtipp im Kreis der Kenne, wären schwarze Schwen der heiße Renne. Wenn man den Gerüchten glaubt, die schärfste Waffe überhaupt. Der Vorstand hat es auserkoren, mir wolle Schwen so schwarz wie Mohren. So hat man sich nicht lang geniert und die aus Sachse importiert. Nur der Preis, aber hallo, 350 Euro. So leben die im Saus und Braus am Schäferloch am Anglerhaus. Sie werden gehegt, sie werden gepflegt, sie werden gefüttert, unentwegt. Nur der Nutze, der bleibt aus. Die Komorane sollen Weihre draus. Don die, ein riese Phänomen, verstehen sich blendend mit den Schwänen. Erst kürzlich, so hab ich erfahren, dass die sich miteinander paaren. Die Ossi-Schwänen tun kaum eine Droppe, nachts die Komorane-Poppe. Nur von den Schwänen, die weiß ich das, die hund auf die den böse Hass. Scheint's heute der sächsisch Dialekt die deutsche weiße Schwen verschreckt. Sie nahmen Opern schon Reis aus und waren seit Wochen nicht mehr draus. Und die Musik spielt, er wird's ahne, alle meine Kamerane. Alle Komorane schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, hoppen mit den Schwänen, schwänzen in die Höhe. Schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, hoppen mit den Schwänen, schwänzen in die Höhe. Bei uns beginnt der Wahlkampfsport, ein neuer Chef für unser Ort. Die SPD tut inserieren, wer für sie tut kandidieren. Der Thomas Schill war abgelicht, in der Riedinfo ein Mordsbericht. Bloß, bis man die Annons konnte lesen, das war eine gräse Sache gewesen. Die Anzeig wird halt kurz geklickt, natürlich per E-Mail geschickt. Der Müller hat mehrmals allerhand die zu der Zeitung hergesandt. Er tut jeden Mittwoch gucken, bloß die tun's auch, auch nicht gucken. Der Günther denkt sich gleich, nanu, die Riedinfo, die mache Schmu. Dem kommt auch gleich in den Sinn, dort schafft doch, fällt ihm jetzt in, zum Schell sein Gay-Kandidat, die Ehefrau Martina Hart. Wenn Günther kommt, das der Grund nur soll, warum der Artikel ist nicht treu. So tut mir dann diese Querele auf jeden Fall im Ort verzähle. Beide Zeitung, Hektik pur, wo ist der Artikel nur? Der Klopper kommt, jetzt gibt Gutacht. Der Günther hat was falsch gemacht. Die Frau Hart war nicht befangen. Der ist dort niemals eingegangen. Er hat die falsche Adresse genommen. Die E-Mails waren nie angekommen. Lieber Günther, das war ein bisschen herb. Siehst du die Martina übergehabt? Du hast doch etwas falsch vermutet. Die hat bei dir jetzt auch nicht gut. Und die Musik spielen, das war mau. Uiuiui, und au, au, au. Als da
spielt hier im Ort beim SVO. Wollt mit der Freundin Chloris Habe Flugreise nach England mache. Sie dann einen Flug nach London buche, um seinen Bruder zu besuchen. Er wisst all, um wen es geht, der Enkel und der Arbeitsgerät. Als der Urlaub näher rückt, die Koffer seien schon zugedrückt, sägt er der Longerts Oma draus, leg uns die Reisepass raus. Zur Erklärung, Ehrenwort, er und Zeu wohnen nicht nur dort. Dort tut die Oma was in Kalte, ah, die Ausweis noch verwalte. No. Die zwei Henschen Deutsche wieder im Hotel Oma Anita. Oma jammern auf die Oma macht, was sie gehase, so tun sie an der Flugplatzrase. Beim Eutschecker, dann am Schalter, Kinder, Kinder, mein lieber Alter. Die Frau guckt auf die Ausweis drauf, guckt er runter, guckt er noch. Mein lieber Mann, mein liebe Frau, sehe, du ich noch ganz genau. Und wenn sie mir das A beweise, dass ich Egon und Anita heiße. Im Pass, das ist nicht, ihr kommt dabei. Die Reise ist hier und jetzt vorbei. Alles der Mario guckt blöd aus der Wäsch. Die falsche Ausweis, wo sie Pech. Die Pest, mit denen die Gefahren von Egon und Anita waren. So hatte die dann, gebt gut acht, den Liebesurlaub in Köln gemacht. Und die Musik spielt, es kracht das Mieder, auf und nieder, immer wieder. Und ich berichte von alten Herren, die Hinkelzüchte. Vom Hinkelzuchtverein, hurra, über den Ausflug der AHA. Programmpunkt 1, ja, das wird voll, Besichtigung bei Hagebräu. Programmpunkt 2, ganz ahnungslos, viel Playlist, was soll das bloß? Dann du ist nämlich nur gedacht, dass man ein Hühnerhaus betracht. Programmpunkt 3, sollen wir der Sache zum Abschluss noch ein Wollbrot machen. Als die Kame jetzt, ja Mai, aus der Hagebrauerei, paar schöne Bierchen schon geschnappt, so sollen die an den Bus geschnappt. Dann fahren die B9 in aus. Links sieht man schon das Hühnerhaus. Ja. Dort tun die alte Simpel gucke. Ach, was haben die schöne Glucke. Die Hühner waren ganz ungeniert, auch mit hervorragend prämiert. Und das Hühnerhaus, ganz modern, hat an der Rotlaterne. Ich sag's euch jetzt ohne Bluff. Das Hühnerhaus, das Essen Buff. Die Hühner tu ich auf der Bahn, in Wirklichkeit nur ein Mutter waren. Doch ans denke, dürft ihr nicht, dass die bei denen waren im Bett. Weil das tu ich von denen wisse, die haben ihr Ding nur noch zum Pisse. Und weil wir gerade bei Hühner sind, fällt mir noch was zum Kappler hin. Dann das ist ganz schön interessant, der Akt als Kükenlieferant. Für den normal keine Prozedur, die Frau Alkan neben El Sur, soll, so haben wir das vernommen, 20 Hinkelchen bekommen. Am Hinkelpack, was Wetter soll, steckt er die in einem Karton neu. Packt den aufs Fahrrad hin drauf und fährt der Anglerweg noch. Als er dann bei's Alkan stoppt, waren die 20 Hinkel fort. Der Kattler sägt, war Alkan auch. Du in meinem Karton, esse Loch. Überlegt Gott einen Augenblick, rum und rückwärts den Weg zurück. Das Erste sitzt noch wie besoffen, er hat's beim Metzger Volks getroffen. War's nicht, was mit ihm ist geschehen, vom Sturz tut sich noch alles drehen. Das Nächste tut
ganz verschrocken beim Grundholz auf dem Rundstuhl. Am Vogelpark, groß Sabotage, watschelt der Rest von der Bagage. Der Walle hat mit roten Wangen die Himmelsche all eu gefangen. Das nächste Mal, mein Siedlungsbuch, machst du den Karton richtig zu. Jetzt hab ich noch schnell ratzfatz in Bolse vom Schosse-Spatz. Und jeder, der den Jockey kennt, der war's, der hat zwar linke Hand. Weil er in seine Wohnung renoviert, hat er der Kalli engagiert. Streicht die Wand mit schneller Hand, schmeißt Tapete an die Wand. Der Kalli hat dort 1, 2, 3, ruckzuck die Wohnung in der Reihe. Und wie's dann ans Bezahlen ging, passt all gut auf, jetzt kommt ein Ding. Du hat der Arne aufgestellt, der Kalli kriegt von dem kein Geld. Du den, ach was Quale, mit Tankgutschein bezahle. Die Gutschein, die hat er gerafft, dort beim Bäcker, wo er schafft. Die Sache im Kalli nicht gefällt. Scheiß auf dein Gutschein, ich will Geld. Du kommt dem eine Mordsidee, fährt zu der Firma Bäcker he. Jetzt noch die Klopper, allerhand. Die sollen jetzt auch noch so kulant. Tausche die Gutschein, ach wie feu. Kurzerhand in Bargesäu. No. Mein lieber Schosse, du machst Fratze. Die Musik spielt ein Helle und ein Batze. Ist dem Interesse. Was tut mir ohne inszenieren, lautstark drüber debattieren, ob sich die Kerbebosch des traue, ach, das wäre ja kaum zu verdauen. Mein lieber Mann, mein liebe Kind, käm der Schell nicht in die Rettinnen. Seit Wochen wird so diskutiert, wir haben uns köstlich amüsiert. Er liebe Leid, das war ein Kolde, die Gräsmaul sauber geholde. Letztes Jahr, so Anfang Sommer, das war eine größere Nummer. Du wärn im ganzen Ort verbreit, Zettel ganz ohne Copyright. Anonym wird böser Frosch beschuldigt unseren Kerbebosch. Viele vergehen, die teils privat oder auch von beruflicher Art. Du warst es wohl ohne ganz genau, nur ist der wirklich dann so schlau? Warum ist der dann namenslos? Hat er keinen Arsch in seine Hose? Zwei Sachen, die machen wir jetzt wett. Das wissen wir, die stimmen nicht. Onnen haben auf den Laune, du großtönig rumposaune. Das ist alles wohl und noch mehr, was du gelabe, ist nicht mehr schön. Doch was weiß, du dabei, klärt wie ihr wisst die Polizei. Uns gegenüber tut er bekunde, das alles ist falsch und frei erfunden. Wir Kerbebosch tun ihm vertrauen, er kann weiter auf uns bauen. Das ist für uns die Prämisse, solange wir es nicht besser wissen. Er kann das halt noch nicht fassen, an Heiligabend entlassen. Und ob das berechtigt oder nicht, klärt demnächst das Arbeitsgericht. Und das sag ich klar hinaus, die Wahrheit muss und kommt noch raus. Jetzt nun an Aldi Bitt, feiert Kerb so richtig mit, lasst euch mal in Stimmung bringen, tut mit uns lache, schunkle singe, lasst all den Kummer und die Säue, die Honnalzeit bis übermäue, halt uns auch weiterhin die Treue, dann kommen wir nächstes Jahr aufs Neue. Danke euch für Ei und Wascht und für de Woi für unseren Dascht. Bei aller Leid an alle Ecke, die uns das all zu tun stecke. Don Kerbebosch, so segne mir als, von immerzu in trockener Hals. Wir danke a, du Musiklei und unsere Punkte Brauerei. Don ohne Musik, Bier funkt Hass, so wär es nur der halbe Spaß. Danke jetzt noch unsere Weiber und ziehe der heiße Weiber.
steht Gassenhof. Oh. Bitte, Sie